Können alle hierher kommen? Ja, alle hierher kommen, genau. Aber jetzt erstmal, du hast ja was ganz Neues stehen, neues Rad. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt machen. Also, ein neues Rad ohne Smart-System. Macht das überhaupt Sinn? Und hier ein weiteres Video mit Nils Hogendorn. Moin. Sieht immer so cool aus. Das Beste ist ja, die Zuschauer sehen dich ja nicht. Nee, wieso? Aber du machst immer so eine spezielle Pose hinter der Kamera. Ach so, was aber keiner sehen kann. Aber irgendwann, irgendwann, da filme ich das mal. Dann zeige ich das bei Instagram oder so. Ja, okay. Genau, aber das ist ja auch egal. Darum geht es ja gar nicht. Darum geht es gar nicht, denn hier steht ein HNF Nikolai Modell XD4 in British Racing Green. Und weil das British Racing Green ja gar nicht zum Norden passt und Zweirad Hogendorn ja in Jadaberg 26349 Jade am Esch-2 ist, also ziemlich dicht an der Nordseeküste, um es genau zu sagen, am Jadebusen, nenne ich die Farbe jetzt einfach Jefergrün. Das passt. Dankeschön. Dankeschön. Also, Ach so, ja. Dankeschön. Klar. Also ich kann auch ruhig mal Danke sagen für die ganzen Kommentare, für das ganze Teilen der Videos und ja auch für die ganzen Abonnenten, die wir in der letzten Zeit so eingesammelt haben, die dazugekommen sind. Und falls du bis heute nicht abonniert hast, dann sage ich dir, mach das jetzt, weil ja, es kommt jede Woche mindestens ein Video. Tendenziell sogar zwei. Also eins verspreche ich und das zweite, das ist immer Bonus. Donnerstags ist Bonustag. Aber darum geht es ja nicht. Wir wollen ja cooles Fahrrad sehen. Wir warten jetzt erstmal hier ganz kurz mal jetzt hier. Ne? Wir warten jetzt erstmal, bis die Leute abonniert haben. Vorher machen wir nicht weiter. Ja, dann kriegen wir wieder Ärger. 3 Minuten warten. Was machst du am Wochenende? Nee, komm, wir machen weiter. Ich habe gerade schon zu Dieter gesagt, eigentlich müsste der Schriftzug Gold, das Zeichen hier, was wirklich hochwertig gemacht ist, auch in Gold und braune Reifen bzw. eine braune Wand. Und dann hätten wir so ein perfektes Jefa-Rad. Vielleicht machen wir das ja. Und vielleicht hast du ja schon so ein HNF Nikolai in genau dieser Farbe. Und jetzt hast du deine kleine Idee bekommen. Und wenn du, ich sag wieder, wenn du ein Kreuz in die Kommentare machst und das werden über 100 Kreuze, also über 100 X, dann bauen wir das Rad um. Verspreche ich. Oh. Das ist ein Versprechen. Oh, das ist ja cool. Bei 100 X'en oder 100 X'e, also es zählt immer nur eins. Ach so. Ja. Also nicht, dass einer hingeht und sagt einfach, ich mache jetzt einen Kommentar mit 100 X'en voll, ne? Nee, nee, genau. Dann mache ich 100 nicht, Kommentare mit 100 X'en. 100 Kommentare mit 100 X'en, dann klappt das. Dann mache ich das. Und jetzt habe ich auch schon ganz schön lange über diese wunderschöne Farbe gesprochen. Also ich finde sie wirklich, persönlich finde ich sie sehr schön, weil man sieht es nicht so oft. Aber was macht das Rad denn jetzt wirklich so besonders? Weil ganz zu Anfang habe ich schon gesagt, ein neues Rad ohne Smart-System. Ist das jetzt so besonders oder nicht? Können wir uns drüber streiten. Ganz entscheidend ist aber hier, wir haben eine E14 verbaut. Und es gibt im Moment nicht unheimlich viele Räder mit E14 zur Auswahl. Also es ist so ein bisschen schwierig, weil das Smart-System noch nicht harmoniert mit der E14. Und das finde ich persönlich auch ein bisschen schade. Aber dafür gibt es ja dann auch solche Räder, weil das Smart-System, wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen, ist jetzt nicht so wichtig wie eine E14 zum Beispiel. Also die E14 überwiegt das meiner Meinung nach. Und jetzt gehen wir mal direkt zum Cockpit. Also bei Riso Müller heißt es ja immer Cockpit und bei HNF Nikolai weiß ich es ehrlich gesagt nicht, spielt aber auch keine Rolle, weil es geht ja darum, was ist hier überhaupt dran verbaut. Und du siehst hier in der Mitte das Nyon aus dem Hause Bosch mit Touch-Funktion. Also finde ich schon mal echt praktisch. Aber viel interessanter ist eigentlich, dass dieses Rad dieses Display meine ich natürlich. Also eigentlich ist es ja auch das Rad, wenn es am Rad verbaut ist, ein GPS-Signal empfangen kann und du dich hiermit navigieren kannst. Wir haben ja in den letzten Videos immer mal das Smart-System vorgestellt und hier ist es ja eine Ausnahme, weil wir haben hier kein Smart-System, aber das Nyon. Und das Nyon kannst du natürlich auch mit deinem Smartphone
verbinden oder auf Komoot Karten planen oder Touren planen und die dann mit dem Nyon abfahren. Also das Nyon navigiert dich dann. Du kannst es aber auch komplett ohne Smartphone vollwertig nutzen. Das finde ich ist hier ganz interessant. Und alles andere kannst du hier natürlich auch ablesen, wie Geschwindigkeit, Restreichweite, Uhrzeit, Fahrmodus und so weiter. Also was ich hier persönlich ganz gut finde, ist, was mir hier auch besser gefällt als das Smart-System, ist einfach die Tatsache, dass das Display viel größer ist. Das Display ist riesig, finde ich. Und was ich super finde, ist die Touch-Funktion. Touch-Funktion, ne? Genau. Ja. Die genau. Hast du im Smart-System ja auch nicht. Du musst es nicht. Ne? Du kannst auch ganz normal so dich durch das Menü drücken, wie du hier willst. Ne? Wenn du jetzt sagst, alles klar, nach Hause fahren oder wie auch immer, geht alles auch ohne Touch. Also ohne, dass du den Lenker loslassen musst. Wenn du ihn zu Hause hast. Auf der linken Seite in Fahrtrichtung gesehen, findest du dann hier die Bedieneinheit. Habe ich ja gerade eben auch benutzt. Und die Glocke. Und ich finde, sie ist hier perfekt ergonomisch oder, wie andere sagen, orthogonal montiert. Also wirklich gut zu montieren, nicht gut zu montieren, sondern gut zu bedienen. Die Glocke. Die klingt gut. Und die klingt auch gut. Ja. Ja. Und auf der rechten Seite vom Lenker findest du die Bedieneinheit von der Rohloff E14. Also elektrisch geschaltet, über einem Stellmotor, hast du gerade eben auch gehört. Ich drücke nochmal drauf. Ja, super praktisch. Meine Frau fährt ja Riese und Müller Load und auch mit der E14. Also wir sind große Rohloff-Fans. Kann man sich ja ruhig auch mal outen dafür. Kommt natürlich auch immer aufs Fahrrad drauf an. Ne? Ein Rennrad muss jetzt keine Rohloff E14 haben zum Beispiel. Aber so gerade am Lastenrad oder am Tourenrad ist schon extrem praktisch. Auch an dem Citybike ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Kommt aber drauf an, wie viel du in der City fährst. Größter Vorteil dabei, wenn du meine Frau fragen würdest, sie sagt, wenn ich an der Ampel stehe und ich mit dem Fahrrad anhalte, dann schaltet das Rad zurück in einen vorher ausgewählten Anfahrgang. Also das kannst du vorher konfigurieren und einstellen. Und wenn du anhältst mit dem Fahrrad, schaltet das Rad einfach zurück in einen Anfahrgang. Vielleicht Gang 3 oder 4 oder 5 oder 6, also je nachdem, wie du gerne lostrittst. Und sie sagt dann auch, da brauchst du eigentlich, du brauchst einfach nicht nachdenken. Du kannst einfach drauf fahren, drauf losfahren, Gang wechseln und an der Ampel, zack, zurück. Also wirklich einfach. Dann siehst du hier am Lenker einen Bremshebel, ist ein Magura-Bremshebel, Modell MT5. Und auch diese Bremshebel haben eine Griffweiteneinstellung. Das heißt, für Leute mit großen Händen, so wie es bei mir ist, also sind vielleicht schon etwas größer, kann ich die Griffweite so einstellen, dass ich auch hier den Bremshebel gut erreichen kann oder ergonomisch erreichen kann. Und für Leute mit kleineren Händen kann ich den Hebel auch etwas dichter zum Lenker holen. Ich hoffe, man sieht es jetzt im Video, aber jetzt ist hier nicht mehr ganz so viel Platz und der Druckpunkt ist dann auch etwas später, aber immer noch so, dass die Bremse gut bremst und sich das Ganze gut anfühlt. Und bevor wir uns jetzt die Bremse unten am Rad angucken, gehen wir nochmal auf den Scheinwerfer. Und hier siehst du einen Supernova-Scheinwerfer, Modell Mini 2 mit Aluminiumgehäuse und 100 Lux. 100 Lux ist wirklich eine ganze Menge, wenn man sich mal vorstellt, dass der vorgeschriebene Standard bei, ich glaube, nicht mal 15 Lux ist. Und jetzt habe ich gerade den Scheinwerfer gezeigt. Und vom Scheinwerfer gehen wir immer noch nicht zur Bremse, weil hier ist ein Vorbau verbaut. Der ist winkelverstellbar. Das heißt, du kannst deine Sitzposition hier auch noch ein wenig komfortabler einstellen oder sportlich einstellen, je nachdem, wie es gewünscht ist. Und was hier besonders schön gemacht ist, sind die integrierten Züge. Das heißt, die Züge, du siehst sie zwar hier, aber hier verschwinden sie unter einer Abdeckung. Hier ist auch nochmal eine Abdeckung, alles geschraubt, sodass die Mechaniker auch gut drankommen. Also es ist immer noch praktisch genug. Und dann laufen sie hier oben in den Rahmen rein und ja, verschwinden nahezu unsichtbar. Der Vorbau ist übrigens aus dem Hause Ergotec und an dieser Stelle schöne Grüße auch an Ergotec und besonders an Viktor. Mit Viktor haben wir auch schon mal ein Video zusammen gemacht, findest du auf diesem Kanal. Also haben wir mal so über allgemein Fahrradergonomie gesprochen, aber wir waren auch mal zusammen auf der Eurobike, haben auch ein Video gemacht, haben wir
ein paar Neuheiten vorgestellt, unter anderem auch diesen Vorbau. Und dann erwähne ich auch noch einmal kurz den Lenker, weil genauso wie der Vorbau ist auch der Lenker aus dem Hause Ergotec. Übrigens, ergonomische Griffe sind hier auch serienmäßig aus dem Hause Ergon, hier mit einer etwas größeren Auflagefläche für die optimale Druckverteilung und ein angenehmes Griffgefühl. Von den Griffen gehen wir weiter zum Sattel bzw. auch die Sattelstütze. Hier ist jetzt nichts Spektakuläres verbaut, also einfach eine Aluminium-Sattelstütze. Und mein Tipp ist an dieser Stelle, immer umrüsten durch eine Beischulz-Sattelstütze. Ist ein super, super gutes. Ich glaube, wir sind uns beide einig, dass wir den nochmal machen. Ja. Und vom Lenker, da gehen wir einfach mal rüber zum Sattel bzw. auch die Sattelstütze, wobei die gar nicht so spektakulär ist. Da muss ich mal direkt was zeigen, weil hier ist jetzt wirklich ungefederte Sattelstütze verbaut. Die würde ich tatsächlich immer austauschen gegen so eine. Das ist eine Beischulz-Sattelstütze. Die ist hier mit einem Parallelogramm gefedert. Und die Feder ist einstellbar bzw. austauschbar auf dein Körpergewicht, sodass es wirklich ideal federt. Und auch beim Sattel ist mein Tipp, immer Sitzknochenbreite ausmessen lassen, passenden Sattel dazu auswählen, sodass du wirklich komfortabel auf dem Fahrrad sitzen kannst. Dann kommen wir zum Rücklicht. Und hier siehst du ein Supernova TL3. Und da gibt es noch eine Zusatzbezeichnung, das ist die Max. Und das TL3, das weißt du ja, das hat eine Bremslichtfunktion. Und in dem Fall hier, weil ich weiß, dass es bei einem HNF-Nikolai-Video schon für ausreichend Kommentare gesorgt hat, also das Rücklicht, das ist die breite Version. Und die ist momentan noch nicht verfügbar im freien Handel. Ich habe da schon so ein bisschen was probiert. Wir haben auch einen Webshop, da findest du auch das TL3, aber nicht dieses hier, nicht das Breite, zumindest noch nicht. Wir sind da dran, dass wir es bekommen, aber noch, Stand heute, haben wir es noch nicht. Und dann gehen wir mal auf den Gepäckträger. Hier ist ein Ragtime-Gepäckträger verbaut mit einer maximalen Zuladung von 25 Kilogramm, serienmäßig mit der Federklappe ausgestattet, dritter Packbügel, sodass du hier auch bequem deine Packtaschen montieren kannst. Und falls du Ragtime nicht kennst, Ragtime ist ein sehr hochwertiger Gepäckträgerhersteller, der auch zusammen mit Tubus arbeitet. Weil jetzt, wo ich das also stehen sehe, muss ich auch mal sagen, also das Rücklicht von Supernova ist auch das schönste Rücklicht, was ich momentan auf dem Markt kenne. Das Rücklicht ist ein Grund, warum man dieses Rad kaufen muss. Man kann sich ja einen Riese und Müller kaufen, ne? Dann kauft man sich noch das HNF Nikolai und dann baut man das Rücklicht hier beim Supernova ab und baut das an das, also vom Nikolai, baut das am Riese und Müller und dann hat man das breite Rücklicht am Riese und Müller. Perfekt. Das wäre ideal. Ja, genau, aber wir machen mal weiter mit den Schutzblechen, die ich auch sehr gelungen finde, weil die Schutzbleche sind auch aus Aluminium, sind wirklich massiv und auch passend zur Reifenbreite. Wirklich sehr gelungen. So, genau. Und Reifenbreite haben wir hier übrigens von 62 mm. Und je nachdem, was für einen Luftdruck du fährst, gibt dieser Reifen dir natürlich schon einen sehr, sehr guten Komfort. Luftdruck kannst du hier wählen, je nachdem von 2 bis 4 Bar. Was da das Optimale ist, ich habe nicht den Heiligen Gral, ich kenne aber jemanden, der ihn hat. Und falls du wissen willst, wer diesen Heiligen Gral über das Thema Luftdruck gemacht hat, also das könnte ich nicht besser erklären als er, das ist der Mr. Eid, hat auch einen YouTube-Kanal und ich glaube, das Video heißt auch der Heilige Gral vom Luftdruck oder so. Hat er gut gemacht, viele Grüße. Dann siehst du hier ein Bordeaux in einer 120 cm Version. Also das ist schon etwas länger als die Standardvariante, sodass du das Rad wirklich sicher anschließen kannst, auch um einen festen Gegenstand. Und hier die Halterung fest integriert auf dem Schutzblech, finde ich schon sehr praktisch. Was auch praktisch ist, der Schlüssel vom Bordeaux, der passt auch gleichzeitig zum Schloss vom Akku. Weil der Akku ist entnehmbar.
Ups. Das sollte ja nicht passieren, ne? Ach so, war nur die Blende. Das war nur die Blende, also das Designcover oder auch Blende, so wie Dieter das nennt, kannst du erstmal vorab entnehmen. Was dann aber auch wieder praktisch ist, beim Transport auf dem Heckträger kannst du die Blende wieder draufstecken. Die ist nicht wasserdicht und die schützt vielleicht auch nicht vor Druckwasser. Aber in Kombination mit so einem Neoprenschutz auf dem Heckträger ist es dann ideal. So, ich lege die mal an die Seite und der Schlüssel, habe ich das gesagt, vom Bordo, der passt auch fürs Akku. Da auch nochmal kurz der Hinweis an dieser Stelle, weil es immer wieder in den Kommentaren vorkommt. Falls du schon ein Schloss hast, dann kannst du bei deinem Fahrradtender bzw. über deinen Fahrradtender oder bei Arbus direkt. Ja, ich weiß nicht, ob es bei Arbus direkt geht, aber. Weil zumindest beim Fahrradtender. Genau. Du kannst es dann gleich schließen lassen, dass du halt einen Schlüssel bekommst, der dann halt eben. Ne, genau, so. Der passt dann auch für alle anderen Fahrräder. Genau. Brauchst aber die Schlüsselnummer. 625 Wattstunden Akku aus dem Hause Bosch. Reichweite könnten wir jetzt drüber philosophieren. Ich könnte auch eine Von-Bis-Angabe machen. Da macht aber am meisten Sinn der Reichweitenrechner aus dem Hause Bosch. Falls du ihn noch nicht kennst, haben wir mal ein Video drüber gemacht. Ist echt eine super Sache. Und ich kann dir auch sagen, wenn du deine Daten richtig eingibst, also wenn du bei deinem Körpergewicht nicht schummelst. Guck, sieht ja keiner. Ist eigentlich nur Gewicht. Ja, ne? Also wenn du bei deinem Körpergewicht nicht schummelst, dann hast du hinterher auch die ideale Reichweite. Also es kommt schon hin. Ich habe das mal ausprobiert. So, Fahrergewicht? Ja, das muss erstmal runter. Das war ja im Sommer, da hatte ich ja noch nicht so viel Winterspeck. Ich muss das mal sagen, da zu dem Zeitpunkt hattest du. Wir gehen auf den Zahnriemen und Bosch Performance Science CX Motor, Zahnriemen, Antrieb ist wirklich extrem wartungsarm, weil hier haben wir auch den CDX-Riemen. Der CDX-Zahnriemen ist der langlebigste Zahnriemen aus dem Hause Gates. Nochmal kurz zum Zahnriemen. Viele meinen immer, ein Zahnriemen ist ja leiser als eine Kette. Aber da bin ich ganz ehrlich, wenn eine Kette Geräusche macht, dann ist auch irgendwas verkehrt. Ein Zahnriemen hat meiner Meinung nach den größten Vorteil bei der Pflege, weil er nur ganz wenig Pflege benötigt. Man sollte ihn schon sauber halten, das ist schon entscheidend, aber ölen, fetten, schmieren und so weiter, das brauchst du da tatsächlich nicht. Darum sage ich immer, es ist wirklich pflegeleicht und einfach und ideal, gerade bei so einem Rad, was für große Touren gemacht ist, aber auch für den täglichen Einsatz zum Pendeln oder auch halt als hochwertiges Citybike, finde ich, ist das Rad schon geeignet. Also wer wirklich viel in der City unterwegs ist, der kann auch mit dem Rad gut unterwegs sein. Ja. Herrlich, dieses Geräusch. Übrigens, das war die automatische Rückstellung oder Rückschaltung. Und das, was du gerade gehört hast, das war das Leerlaufgeräusch von der Rohloff E14 in diesem Fall. Wobei, ob das die E14 oder R14 ist, das ist eigentlich egal. Nur die Ansteuerung ist da unterschiedlich. Die E14, die wird elektrisch angesteuert und die R14, die wird mechanisch über zwei Bautenzüge angesteuert. Und fairerweise dazu sagen, die mechanische hat keine Rückstelloption. Dass der das muss man selber machen. Das muss man dann selber machen. Geht aber auch im Stand, ne? Geht auch im Stand. Alles klar. Das ist jetzt fairerweise eine etwas gestellte Situation, aber ich habe die Frage tatsächlich gerade gestellt, als die Kamera aus ist. Das hier ist ja wahrscheinlich jetzt hier die Stelle, wo man dann, wenn man den wechseln muss, den Zahnriemen durchfügt. Also hier kann man den Rahmen praktisch dann. Selbst wenn du nicht wechseln musst, der Hersteller muss ja irgendwie auch den Zahnriemen an diesem Rad verbauen. Stimmt, ja, stimmt. Und darum ist der Rahmen hier an dieser Stelle geteilt. Und wenn wir schon über den Rahmen sprechen, dann können wir auch einmal an dieser Stelle sagen, ist ja unschwer zu erkennen anhand der Schweißnähte hier, dass es hier sich um einen Aluminiumrahmen handelt. Und jetzt habe ich gerade schon Schweißnähte gesagt. Und gerade wenn man über Schweißnähte spricht, dann habe ich auch schon oft gehört, Schweißnähte, das ist doch nicht schön und das kann man auch schöner. Und das ist tatsächlich einmal eine Ansichtssache. Und andersrum ist es auch so, aus rein technischer Sicht kann man so eine Schweißnaht ruhig zeigen. Und was vielleicht der ein oder andere gar nicht weiß oder nicht bedacht hat, eine unbearbeitete Schweißnaht ist gleichzeitig auch die stabilste Schweißnaht. Das muss man, glaube ich, auch einfach mal sagen an dieser Stelle.
Das heißt, dieses Abflexen, was da mal so eine Mode gewesen ist, auch, dass man Schweißnähte abflext, also jetzt nicht unbedingt beim Fahrrad, aber generell, ist eigentlich das Dümmste, was man machen kann. Man nimmt ja Material weg und damit auch die Stabilität. Genau, also die größte Stabilität hat eine Schweißnaht, wenn sie unbearbeitet ist. Wenn wir drüber schleifen, es gibt da ja so verschiedene Verfahren, es gibt ja auch Fahrradhersteller, die haben glatte, gebürstete Schweißnähte, sieht auch gut aus, kann man ja auch meinetwegen machen. Aber an dieser Stelle kann man auch einfach mal sagen, das ist die stabilste Variante. Dieter fragte gerade, ja, eigentlich ist es doch nur ein Arbeitsschritt mehr, den der Hersteller machen müsste, damit so eine Schweißnaht dann glatt ist. Und da habe ich gesagt, ja, das kann man mal so sehen, könnte man so sehen. In Wirklichkeit ist es aber auch dann so, wenn ich hier mal so drüber fühle und ich würde das wegschleifen, die ist dann nicht mal mehr halb so dick, damit das einen runden Übergang ergibt. Also das, was ich gerade eben gesagt habe, dass sie am stabilsten ist, so, da weiche ich auch nicht von ab. Und wenn man jetzt sagt, okay, alles klar, dann tragen wir einfach noch mehr auf, dann haben wir aber auch gleichzeitig wieder mehr Material, das heißt auch wieder mehr Gewicht. Und wenn wir es dann wieder runterschleifen, also auch irgendwie alles für die Katz, ich finde in Wirklichkeit so wirklich am schönsten, weil es ist ein Alurahmen. Und warum soll ich einen Alurahmen haben, der aussieht wie ein Carbonrahmen? Ich finde es ja gar nicht schlimm, mit einem Alurahmen zu fahren. Und wenn man dann die Schweißnähte sieht, ist auch nicht schlimm. Ich finde das auch vollkommen übertrieben, sich darüber aufzuregen. Da sollen die Leute doch mal so was Schönes sehen. Ja, bei uns hat sich ja keiner aufgeregt darüber. Nein. Aber wenn die Leute sich, wenn sie sich aufregen, dann können sie ja zum Friseur gehen, wenn sie gut aussehen wollen. Bei uns regt sich doch eh keiner auf. Nein. Das war auch scheiße, das war auch weg. Nee, das lassen wir doch weg. Ach. Pedale gucken wir uns auch einmal kurz an. Mit Reflektoren ausgestattet, relativ große Plattform, was für ein gutes Gefühl beim Pedalieren sorgt. Und hier dann mit den Pins drauf, ist ein Aluminiumkörper, also komplett aus Aluminium, auch wirklich stabil und mit diesen Pins drauf auch wirklich rutschfest. Dann gehen wir noch mal kurz zur Gabel. Hier siehst du eine Gabel aus dem Hause RockShox, Modell Recon mit 120 mm Federweg, auch mit einer Luftkammer. Druck- und Zugstufe einstellbar und des Weiteren haben wir hier noch eine Lockout-Funktion oder eine Blockierung. Ja, Schlusswort, ne? Ja, meinst du? Ich glaube nicht, weil wir haben die Bremse vergessen. Und da siehst du am Vorderrad einen Vierkolben-Bremssattel aus dem Hause Magura, kombiniert mit einer Bremsscheibe mit einem Durchmesser von 203 mm. Und hinten siehst du einen Einkolbenbremssattel aus dem Hause Magura, kombiniert mit einer 180 mm großen Bremsscheibe. So, dann haben wir es. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Kanal abonnieren nicht vergessen. Und Daumen hoch. Dann klappt das ganz automatisch, weil hier Glocke aktivieren. Und dann kriegst du eine Nachricht und dann weißt du, alles klar, die haben schon wieder ein neues Video fertig, hochgeladen und dann kannst du es angucken. Bis dahin. Ich verspreche dir, da kommen noch viele spannende Themen. Meinst du? Ja, das kann ich versprechen.